Meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge von Digimon Masters Online. Ja, ich habe ja im letzten Part gesagt, dass wir uns ein wenig um die Karten kümmern von den D-Arcs, die wir droppen können. Ich habe jetzt vorhin meine ganzen Karten von meinem Lagerchar auf meinem Hauptchar gemacht, habe die alle sortiert jetzt mit der Sortierfunktion natürlich. Und hier haben wir gerade noch ein klasse Feature, welches ja Lukas und Sala bei uns aus der Gilde gemacht haben. Die haben sich nämlich den ganzen Spaß erlaubt. Die sind alle 40 Karten durchgegangen, haben wirklich geguckt, welche Digimon rauskommen. Und die vorherige Liste, die er hatte, die war nämlich nicht ansatzweise so richtig wie jetzt diese Liste hier. Die ist jetzt zu 100% genau. Ja, hier habt ihr einmal diese Kartenliste. Den Link werde ich aber in die Videobeschreibung packen. Ihr habt hier zum Beispiel die verschiedenen Regionen. Hier könnt ihr auch hinspringen, draufklicken, auf den Link drauf. Und dort werdet ihr dann in die jeweilige Region ja, gebracht, welche Karten wo sind. Ich erkläre es jetzt aber erstmal so. Hier habt ihr einmal die komplette Seite mit allen Karten, also von Card 1 bis 40. Dann haben wir hier noch eine kleine Legende. Hier die rot markierten Digimon sind Jerkless Digimon, die grünen sind Burst Mode Digimon, die blauen Mega. Und ja, die gelben sind halt No-Type Digimon. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel in Yokohama irgendwie oder im D-Terminal irgendwas klatschen wollt, dann könnt ihr hier unten auf die Teile auch draufklicken, beziehungsweise auch hier auf die, ja, auf das Inhaltsverzeichnis, würde ich jetzt mal so sagen, auf die Region. Und dort findet ihr dann halt alle Karten, die man in der Japan, Yokohama und im D-Terminal spawnen kann. Und hier auch direkt die Location und die Orte und welche Digimon sie hier spawnen. Das ist dann auch für Western Area gemacht worden, hier komplett für die Karten für File Island. Für Serverkontinent, für die Ice Area und fürs Maze. Da gibt es nämlich auch Karten. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Ich werde mir die Karten jetzt reinziehen, reinballern, hier auf meine Seite packen. Ich würde sagen, so. Und wir fangen ganz gemütlich mit Karte Nummer 1 an, würde ich sagen. Da muss ich mir erstmal was angucken. Moment, eben das hier reinballern, so. Dann schauen wir mal. Karte Nummer 1 ist in Western Village bei Shrine of Diputimon. Okay, Western Village. Gut, dann gehen wir mal nach Western Village. Ich habe ja genug Jump Booster. So, Western Area, na Western Village. Wir arbeiten uns nämlich jetzt komplett durch von 1 bis 40. Werde ich in 15 Minuten Parts machen und am Ende kommt dann ein Video, wo wir dann ja hoffentlich mal ein paar Digi-Eggs klatschen können. Was droppt denn die Karte Nummer 1? Ein Punchless-mon Black, Gatomon Black, Kommandramon und Agumon. Okay. Ja, Punchless-mon Black wäre eigentlich richtig nice als Egg. Habe ich noch nicht. 5-5. Habe ich nur als ja, 4-5er auf 125% mit der Food gemacht. Ja, und keine Ahnung, wieso ist hier immer übersteuert? Ich habe keine Ahnung, wieso. So, jetzt gehen wir zu Shrine of Diputimon. Da oben. Gut. Da oben ist es. Ich würde mal sagen, kommen wir rein mal eine Runde. Ja, es ist, glaube ich, gerade ein bisschen am Laggen. Oder was heißt am Laggen? Es läuft gerade nicht so flüssig, weil ich gerade noch ein Video am Rendern bin nebenbei. Aber ich wollte jetzt schon mal hier dieses Video extra für euch machen. Können wir die direkt erstmal alle bauen jetzt hier. Moment, da die hier auch ist leider ausgelaufen. Okay, Shrine of Diputimon. So, Ride Mode aus. Und dann fangen wir mal an, hier die ersten zu battlen. Oh, da haben wir auch schon direkt ein Dingens hier. Zack. Haben wir. Und, jawohl, nice. Mystery Card No One. No One, No One, No One. Salamon Black Gatomon. Gut. Okay. Ja, ich meine, wir können ja auch die ganze Zeit die Dingens holen. Die Database. Da kann man ja auch ein paar Sachen bekommen. Aber von den Einsern habe ich jetzt nicht so viel, weil ich die damals schon verschenkt habe. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja irgendwie Glück und wir bekommen irgendwas, ne? Irgendwas Feines. Irgendwas. Ah, da nochmal Punches, Mann. Das ist schön, dass wir den kriegen. Aber kein Egg. Kein Egg. Dodo Egg. Ja, Zumon, da kriegen wir jetzt halt nur die Database raus die ganze Zeit. Gut, dann wartet mit Karte Nummer 1. Dann müssen wir jetzt
Karte Nummer 2, Dats B1 Road auf Underground Dungeon Level 2. Okay, in den B1 Dungeon. Ja, dann gehen wir in den B1 Dungeon. Oder beziehungsweise eigentlich voll dumm, was wir machen. Warte, wenn wir jetzt eh in den B1 Dungeon gehen, dann, ja, gehen wir jetzt, machen wir jetzt Karte 2 und Karte 28. So. Wir arbeiten uns jetzt einfach so durch. Ist eh viel besser. So, Karte 2 war in B1 und der andere war B2. Gut, die 28er Karte, alles klar, weil ich denke mal, so geht es auch ein bisschen schneller. Alles klar, ich hole mir erstmal zwei Tickets. Zwei Tickets. Und dann gehen wir das erste Mal in den B1 rein, um die zweite Karte zu klatschen. Die zweite ist Kotemon Musayamon, Dogimon, Keramon und Dracomon Green kann da rauskommen. Alles. Lärtchen. Und ja, das ist extrem laut. Das fuckt mich selber ab. Obwohl es so leise ist, ne? Soundeffekt, so. Alles klar. So, mal gucken. Vielleicht ist es ja jetzt leiser. Ich bin das erste Mal, glaube ich, jetzt hier in dem Dungeon. Dats B1 Road of Underground. Okay. Haben wir hier eine Karte? Nein, ne? Welche Karte war es denn jetzt? Die zweite, ne? Habt ihr vielleicht irgendwo einen Punkt? Nee, okay. Ich hätte gedacht, wir können jetzt hier irgendwie spawnen. Spawn. Road to Underground. Okay, hier sind Gotsumon. Hier sind sie wahrscheinlich, glaube ich, nicht. Gut, lol, ich glitsche hier einfach rum. Habt ihr das gesehen? Nice. Hey. Lol, ich glitsche rum. What the fuck? Lol. Nice, würde ich sagen. Ist vielleicht hier was drin? Nee, oder? Nee. Ja, geil, Alter, wenn ich mit WASD lenke, dann glitsche ich hier so richtig rum. Oh nein, den wollte ich gar nicht angreifen. Doch, geh doch drauf. Ach, du bist doch so kacke, ey. Deswegen. Ja. Deswegen. Ach, die sind alle aggro, ey. You can't right now. Warum denn nicht? Wo ich angegriffen werde. Bleib stehen. Laufen die mir immer noch hinterher? Mein Gott. Oh, jetzt aber. Oh, wo ist denn hier das? Rebel of Gotsumon, bla bla bla. Nein, da will ich nicht. Ich will zu Road to Underground Dungeon Level 2. Warmon. Krass ist, ich war hier einfach noch gar nicht, ne? Ich weiß das gar nicht. Ist hier irgendwas? Hallo? Ne. Oh, hier ist eine Datz-Olle, die hier rumgammelt. What the fuck? So, hallo? Hallo? Oh, ey, muss man echt so weit gehen dafür, nur um diese Karten da zu spawnen, ey. Das ist ja schon extrem. Extrem long. Long. Hier ist Warmon. Warmon. Ey. Ey, der glitscht sich hier so rum, der Typ. Sieht auf jeden Fall nice aus, wie wir hier so rumglitschen. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nö. Das muss wahrscheinlich auch grün unterzeichnet sein, oder? Ja. You can't use the item in this location. So, hier haben wir Bärmon. Bärmon? Vielleicht hier drinnen. Ne, Arrival of Bärmon Destroyer. Ne, da wollen wir mal nicht hin. Da. Das war jetzt bis zum Ende, oder was? Hier ist 3. Uff. Da geht's noch weiter. Dilemma auf Eis der Wimon. Ah, hier! What the fuck, ey? So weit. Ja, dann kommt mal raus. Da haben wir Upamon und Doggymon. Doggymon habe ich sogar noch gar nicht. Oh, Dracomon. Habe ich zwar auch schon, aber egal. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein, ich will das nicht. Vielleicht haben wir ja Glück, kriegen wir einen Dracomon nochmal. Obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Okay, Keramon. Habe ich zwar auch schon, aber egal. Oh, nice, Keramon-Egg. Oh, jetzt kommt das Devilmon, ey.
Mal eben wegklatschen. Den brauche ich jetzt nicht. Was ist das denn? Green Crystal brauche ich auch nicht. Nice, aber jetzt haben wir schon unser erstes Keramon Egg. Keramon Egg. Wann so? Level 1 nach Maze. Da. 14 Uhr. Ja, 14 Uhr geht fit. Hey, los, kommt raus. Kommt alle raus. Nur Upamons. Ganz, ganz viele Upamon. Ah, Keramon habe ich zwar schon, aber. Kann ich mir die Karten auch hier reinsetzen oder so? Ne, geht nicht, ne? Ja, war klar. Geht, war klar. Okay, dann gehen wir um 14 Uhr Magner leveln, alles klar. Hallo, es kommt raus. Aber ich muss noch mehr Chicken Combo kaufen. Denn da habe ich noch zu wenige für, bevor wir leveln gehen. Oh, Kotemon. Kotemon. Ist da noch irgendein Digi? Ah, jo. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, da haben wir wenigstens schon mal einen Digi. Aber wenn man die dann traden noch könnte, wäre awesome. Oh, schon wieder ein Keramon-Egg. What the fuck? Ich eigentlich gar nicht. Was genau? Ah, oh, Doggymon Egg. Yay! Yay, yay, yay. Kotemon nehme ich auch noch. Noch irgendwas? Ja. Da ist noch was. Wir können eigentlich alles spawnen, ey. Alles. Alles. Dip, 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 dip. Next. Next, nur ein Upamon. Hier haben wir noch ein Upamon. Und? Nichts. Respawnt nichts. LOL, ey. LOL, 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 LOL. Das gibt es nicht, ey. Dreimal Keramon schon, ey. Leute. Mach ich doch extra. Jetzt kommt noch eins, pass auf. Das wäre jetzt gewesen. So, Karte Nummer 2 wäre dann jetzt damit auch fertig. Ja. Wie ihr seht, haben wir jetzt daraus 3 Keramon Eggs und ein Doggymon Egg bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Digimon Masters Online. In der nächsten Folge gehen wir halt die anderen Karten auch nochmal durch. Ich sortiere jetzt das Ganze und dann würde ich sagen, bleibt sauber, haut rein und wir sehen uns. Tschüss.